Hi, ich bin der Wolle. Moin, ich bin der Herbert. Hier ist mein YouTube-Kanal, falls es jemand interessiert. Und ich bin heute mal zu Gast bei The World of Slow-Mo. Wir haben uns Trommeln geliehen. Vielen Dank an den Jerry. Wir haben eine von dieser Größe hier. Und zeig mal bitte die andere. Eine etwas größere. Ein anderes Kaliber, die ist ein bisschen größer. Richtig. Minimal. Und wir haben zu dieser Trommel ein Fußpedal. Man tritt hier drauf und dieses Ding schlägt gegen die Trommel. Und wir haben vor, die Trommel so hinzulegen und von unten mit dem Fußpedal dagegen zu schlagen oder zu treten. Ja, ja. Oben drauf legen wir Körner, Weizen, Roggen und die sollen dann ungefähr in die Höhe fliegen. Und ich denke mir, dass das ein echt cooles Bild gibt. Reis wäre auch eine gute Idee. Reis. Reis machen wir auch. Sehr schön. Das sind unsere Roggenkörner. Ja. Und davon streuen wir jetzt ein paar drauf. Ja. Und jetzt hauen wir da einfach mal mit dem Fußpedal drunter und gucken, was passiert. Du hältst die Trommel ein bisschen fest, damit dann nichts kaputt geht. Mache ich. Und? Sehr schön. Das hat gut funktioniert. So, hier haben wir jetzt den ganz normalen Reis. Du wolltest Reis probieren. Ja. Wie voll. Viel? Eine Handvoll. Eine Handvoll. So? Ja. Okay. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben den Versuchsaufbau hier mit den Roggenkörnern und dem Reis gemacht. Und nachträglich ist uns dann auch noch eingefallen, dass wir noch ein paar Hundeleckerlis da haben. Sieht echt super aus, hat mir sehr gefallen. Wie fandest du's? Ja, ich fand das gut, das ist gut gelaufen und auch so, wie ich erwartet hatte. Videos sehen toll aus, ne? Ja. Sehen wir dich nochmal wieder? Ja, warum nicht? Ich sag schon mal bis zum nächsten Mal. So, falls euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch und kommentiert. Dafür gibt es hier so schöne Knöpfe. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.